So, einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zurück bei Left Behind. Ja, ich wurde zurückgelassen, genauso wie Ellie. Und was soll ich sagen? Wir haben jetzt hier anscheinend einen Steinwurfwettbewerb mit Riley, das heißt, jetzt müssen wir performen. Von daher würde ich mal sagen, wo sind die Steine? Hä? Hä? Ach so, die liegen hier oder was? Ach so, ja. Falscher Wagen, du Genie. Alter. Oh, das ist ja mein Auto. Das ist sehr großartig. Okay, jetzt muss ich aber mal richtig Gas geben. Okay. Sehr gut. Go, 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 go. Wir müssen noch was machen. Bam, Allah. So, zack. Was hast du jetzt? Okay, ich muss wieder rumlaufen. Ich muss einmal rumlaufen. Zack. Das war's, oder? Ich hab gewonnen. Oder? Nicht? Fehlt da noch was? Ja! Steinwurf Champion! Woo! Meins hatte härtere Fenster. Ja, klar doch. Und ich hab bei dir noch ein Fenster eingeworfen. Ich kriege Angst. Wieso bist du gegangen? Wieso bist du ausgerastet? Hat Marlene meine Mutter erwähnt. Vergiss es. Ich würde sagen, hat Marlene meine Mutter erwähnt. Weil wir wollen ein bisschen was über Ellie herausfahren und nicht über Riley. Also, oh Gott. Was sagt Marlene über meine Mutter? Nicht viel. Soweit ich weiß, waren sie schon vor dem Ausbruch Freunde. Ach, und deine Mutter war Krankenschwester. Oh, das ist ja schon mal was. Anscheinend haben sie sich viel gestritten, waren sich aber sehr nah. Wäre das bekannt vor? Ein bisschen, ja. Warum bist du so leise? Digga, ich habe erstmal aufs falsche Auto geworfen, aber ich habe es trotzdem noch geschafft. Von daher passt eigentlich, hätte ich gesagt. Mois. Okay, let's go. So, na, wenn sie ihr Licht anmacht, darf ich das auch. Und dann laufen wir jetzt hier mal ein bisschen durch. Digga, ich will mich doch nur mal ganz kurz umgucken. Ah, hier ist mal wieder ein konzentriertes Nichts. Sehr gut. Lass mich doch einmal hier ein bisschen umgucken. Ich möchte auch ein bisschen die verschiedenen Passagen des Spiels zeigen, die man vielleicht nicht also im Leben Let's Play sieht. Ha. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Ach. Du musst sie nur wieder einschalten. Das Warum muss ich das denn machen? Oh Gott, das Spiel ist abgestürzt, glaube ich. Ach du Scheiße. Ja, das Encoding ist auch überlastet. Ja, warum wohl? Digga, wir haben einfach mal mit dem Anmachen von dem Strom das Spiel gefickt. Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja fantastisch. Ich liebe Spiele, die einfach random abstürzen. Die sind die besten. Ach, kommt schon, Leute. Mann! Okay, wir sehen uns gleich wieder. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Left Behind. Wir haben erst 3 Minuten im Part geschafft. Was soll ich sagen? Ja, das Spiel ist ganz kurz abgeschissen. Ich hoffe, dass das jetzt gleich behoben ist, wenn ich gleich wieder zurückkomme. Vielleicht wird ja die Sequenz auch einfach übersprungen und dann muss ich mir keine Sorgen machen, dass hier irgendwas abstürzt. Aber irgendwas stand da, dass der Grafikprozessor abgestürzt sein soll. Also finde ich sehr, sehr komisch. Ich laufe jetzt hier einfach mal mit durch. Und ich hoffe einfach mal, dass es jetzt zu keinem Absturz kommt. Ah, krass. Okay, nee. Ah, wir haben jetzt hier wieder Strom gemacht und die Zwischensequenz wurde übersprungen. Alles klar, verstehe. Das ist sehr gut, weil dann brauche ich mir keine Sorgen machen, dass das Ding ja nochmal abkackt. Sehr gut. Das ist genial. Das finde ich sehr, sehr gut. Vielleicht blöd, dass wir eine Zwischensequenz übersprungen haben, aber... Alles okay. Ich weiß, was du vorhast. No. Ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. No. Dankeschön. Riley, du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen.
bereit? Immer doch. Total. Ist das dein Ernst? Oh, eine Flashbang! Hilfe, wir werden angegriffen! Oh Gott, von rechts! Entschuldigung. Es tut mir leid. Ja, wird es jetzt oben mal wieder dunkel oder wollt ihr nur hier ein bisschen meinen Stromverbrauch in die Höhe treiben? Was ist hier los? Hallo? Soll das so sein oder ist das Spiel wieder abgestürzt? Och Leute, was ist denn los in letzter Zeit? Das Spiel ist ja schon wieder, was? What the fuck? Was ist hier los? Das Hauptspiel lief doch super durch, ohne ein einziges technisches Problem. What the fucking hell? Seid ihr dumm oder so? Hä? Es lief so gut. Es lief. Es war ja ohne das geringste Problem. Es war perfekt. Technisch gesehen fantastisch. Und jetzt stürzt mir das hier ständig ab. Willst du mich verarschen? Wie zum Teufel komme ich darauf? Und wo ist Riley hin? Achso, nee, wir sind hier wieder in der alten Zeit. Okay. Hier ist wieder ein Backstein. Sehr gut. Haben wir aber schon. Okay, also ich muss irgendwie es zum Flugzeug schaffen. Und wir sind wieder alleine. Das finde ich sehr gut. Es gibt mir etwas Ruhe. Besten Dank, Militär. Ja. Das auch irgendwie an? Ja, gut. Ich würde sagen, 50 Jahre Videospielerfahrung. Stimmt schon? Ja. Sagen wir, dass ich diesem Kabel hier folgen muss. Okay, wo zum Teufel führt das Kabel hin? Das führt hier runter und wahrscheinlich hier dahinter, oder was? Aha. Okay. Das heißt, wir müssen hier außen rum, oder was? Und hier rein wahrscheinlich, ja. Sieht so aus. Okay. Fast Burgers, ja klar. Ist klar. Ist logisch. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir doch bestimmt irgendeinen geilen Shit, oder? Jawohl, ein bisschen Löhl. Sehr gut. Von Löhl kann man nie genug haben. So, hier rüber, so. Ne, aber außer ein bisschen Löhl haben wir hier nichts. Aber wir haben hier improvisierte Betten. Oder besser gesagt, einfach Matratzen. aber hier drüben ist was. Ah, hier ist ein Verteiler oder was? Sehr stark. Oh, hier haben wir. Oh nein. Spiel, ich weiß, was jetzt hier passieren wird. Ich weiß es, aber. Ja. Ihr wisst's auch, ne? Oh Gott! Hey, lass die Katze in Ruhe. Was soll das denn jetzt? Die Katze hat mehr Leben als du, Alter. Okay, hier unten unter Wasser, da wollen wir wahrscheinlich nicht hin. Von daher gehen wir mal hier durch. Ja, das war ein super Plan. Das finde ich aber krass, dass ihr niemand das Schwimmen beigebracht hat. Aber wahrscheinlich... Alter, ich hatte gerade kurz gedacht, die wird hier absaufen. Das wäre nicht gut, tatsächlich, ja. Wozu? Okay, die hält sich da fest. Ja, das sieht ein bisschen von der Animation her ein kleines, minimal unsauber aus, aber trotzdem noch gut genug. Special Cola Drink Up. Ja, hier haben wir den Generator. Ja, ich gucke mich trotzdem erstmal noch genauer um, bevor ich hier gleich alles quasi starte. Okay, hier können wir wahrscheinlich auch erst gleich rein. Alter, hat die ein Scheißglück, dass das Wasser nicht so tief ist, Alter. Ich habe gerade echt gedacht, wir springen quasi in unseren Tod. Ah. Nichts? Wie nichts? Also scheiße, gar kein Benzin oder was? Ah, klasse. Mal sehen, ob das mir weiterhilft.
Der Zustand des gefeierten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Regan, bitte, ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub mache? Tut mir leid, Alice. Regan. Regan war der Anführer, ne? Und wir brauchen Benzin. Wo kriegen wir das wohl her? Selbst in Apokalypse tun die Leute ihre Plastikflaschen einfach so hier entsorgen. Ist ja ekelhaft. Was soll ich sagen? Ist hier alles ziemlich mager, alles, was man bekommt vom Spiel. Aber hey, man kriegt, was man verdient. So, was haben wir hier hinten? Noch weniger. Aber hier haben wir eine Tür. Ja, das ist halt auch eine Tür, die wir erst mit dem Generator freischalten. Naja, klar. Logisch. Noch mehr Kugeln. Ach du Scheiße. Scheiße! Auch eine Sache, an die ich mich gerade erinnere. Wir haben ja von damals von Bill den Benzinschlauch bekommen, aber den haben wir nie benutzt. Weil ich überlege halt jetzt gerade, ob wir eventuell noch den Benzinschlauch haben. Scheiße, die kann man nicht öffnen. Und uns eventuell aus einem Auto ein bisschen Benzin besorgen können. Ja gut, hier kommen wir ja logischerweise auch nicht durch. Ja, ist auch verschlossen. Ja, klar. Aber wo zum Fixer... Hä? Ach komm, fuck you, Game. Fuck you, fuck you, fuck you. Ah, hier ist ein Ben... Aha. Wechsel die Waffen. Ja, ja, genau, klar. Der Tank ist, ne, dieses Ding hier, das ist eine Waffe, der Benzinkanister. Ja, glaubt ihr jetzt, dass er sich verstecken kann, oder was? Okay. Jetzt muss halt jede Patrone sitzen, ne? Ist sie tot? Ja, sehr gut. Ist die Frage, kann ich den aus dem Weg gehen oder muss ich die fighten? Ich nehme schon mal die Waffe raus. Wäre geil, wenn man so eine Benzinspur legen könnte. Okay, jetzt muss ich... Fuck! Das war sehr schlecht. Scheiße. Fuck! Aber die Musik suggeriert mir, dass alles vorbei ist, dass alle tot sind. Eieiei. Das war sehr knapp. Digga, das ist doch hier unfassbar, was ich am Niesen bin. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Das ist ja schlimm. Sorry, es tut mir leid. Aber was soll ich machen? Ich muss halt niesen. Wie leer, als ob du das von hier sehen kannst. Willst du mich verarschen? Bist du Gedankenleser oder was? Aha. Nee, sonst ist hier nichts weiter. Klasse. Hier ist nichts, da ist nichts. Nirgendwo ist was. Schrecklich. Haben wir hier wenigstens was drin? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Nee. Nee, auch nix. Ah nee, hier ist Jackpot. Okay. Geil! Danach sollte man übrigens nicht rauchen, nur so als Tipp. Ja, schauen wir mal, ne? Werden wir ja sehen. Da oben ist Öl. Wie komme ich denn da ran? Warte mal. Wie zum Fick soll ich da rankommen?
Warte mal, ich will hier drauf. Ja, und hoppi. Ah, da komme ich ran, aber da nicht, oder was? Wie komme ich denn daran? Muss ich oben drauf auf den Truck? Das probiere ich jetzt aus. Komme ich hier hoch? Nee. Hier komme ich hoch. Nee. Ich habe nicht das Gefühl, dass das was wird, Freunde. Ja, ich muss irgendwie da... Ach, das ist doch blöd gemacht, Leute, ganz ehrlich. Ja, ey, ohne Witz. Ich komme mir schon wieder vor wie ein Vollidiot. Ah, komm. Ah, hier. Da war's doch gerade. Wie kam ich da denn jetzt ran? Da ist hier. Spiel bitte. Oh Mann, das ist schon wieder alles nervig. Ich muss irgendwie anders anlaufen wahrscheinlich, oder? Das ist wieder so ein Winkelding. Da musst du aus genau der richtigen Richtung kommen. So, und E drücken. Ich habe E gedrückt, als da E stand. Ich schwöre auf alles, Leute. Ich schwöre auf alles. Ich spamme jetzt E. Ich spamme E. Es passiert nichts. Schade. Sehr, sehr doof gelaufen. Was soll ich sagen? Fuck you, Game. Dann halt nicht. Wisst ihr? Dann halt nicht. Dann könnt ihr mich machen. So, na dann. Nächster Versuch, hätte ich mal gesagt. Und... Hopper und Hopper. Bams. Das war lucky. Sehr gut. Guck mal, das ist eine wichtige Lebenslektion. Ich frage mich zwar, wie diese Riegel da festgehalten wurde, aber ich will es auch gar nicht wissen. Ja, guck mal, hier. Zack. Und Molotow auch noch direkt. Geil. Ballert. So, direkt mal durchladen die Waffe. Sehr gut. Und hoch mit dir. Ab nach oben, Ellie. Ganz weit nach oben. Schalala, schalala. Schalala. So. Wetten, jetzt fickt mich gleich die Katze und stößt mich da runter. Das wäre so lustig. Ah, jetzt kommt man da ran. Alles klar, verstehe. Okay, hab nichts gesagt, aber naja. Naja, was denkst du denn? Wie könntest du denn da hinkommen? Was meinst du? Was meinst du denn, Ellie? Hä? Was denkst du? Hm? Bist du ein schlaues Mädchen? Sie ist wirklich ein schlaues Mädchen, das muss man ihr lassen. Ich glaube, man kann viel über sie sagen, aber sie ist alles andere als dumm. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir wieder ein konzentriertes Nichts. Das finde ich sehr schön. Ah, was haben wir hier? Hier können wir ein Tor öffnen, so wie es aussieht. Alter, diese Technik! Technik, die begeistert. Was haben wir hier? Wir haben ja ein bisschen Explosivzeug. Sehr gut. Aber sonst auch wieder nichts. Na gut, hey, immerhin mehr als nichts, ne? Wie gesagt, was soll ich sagen? Wir können eine Sprengfalle herstellen. Oder eine Nagelbombe eher, aber naja. Ist ja quasi das gleiche. Und ich würde sagen, ich stelle mal noch ein Medikit her. Ist immer gut, wenn man mal zwei auf Tasche hat. Okay, wie müssen wir hier weiter? Wir müssen wahrscheinlich oben lang gehen, ne? Wenn ich das hier schon so sehe. Alles andere wäre... Ja, ich weiß. Okay, also muss ich das entweder fixieren oder ganz woanders lang gehen. Eins von beiden. War das vielleicht nur ein Bait von den Entwicklern? Da kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich mich vielleicht beeilen? Ist das so ein Schnelligkeitsding? Dass es so ein zeitgesteuertes Tor ist? Oder muss ich das vielleicht irgendwie fixieren? Ich wüsste halt nicht, was ich jetzt hier verschieben... Ah, lol, hier ist noch eins. Warte mal, was ist denn das? Was haben wir denn hier?
Ah, ich verstehe. Alles klar. Hab's verstanden, Mädel. So, dann einmal das Ding quer durch die Prärie fahren. Keine Ahnung, wie sie das schafft, aber sie schafft's. So, zack. Ah, Moment, warte, ich muss noch gucken, ob hier noch was anderes drin ist. Okay, leider nicht. Schade. So, na dann, hoppa. Ja, ja, ganz entspannt, kleine Lady. So, hoch hier. Es tropft. Sind wir hier in einer Tropfsteinhöhle oder was? Kommt ein bisschen so vor. So, dann gehen wir mal hier rüber und schauen uns das hier mal ganz genau an. Oh Gott, oh Gott! Okay, ich muss sagen, die Animation war fucking amazing und ich bin froh, dass ich sie gesehen habe. Ich bereue nichts. Ich bereue absolut gar nichts. Ich bereue aber mal sowas von nichts, da könnt ihr euch sicher sein, Alter. Okay, die war fucking amazing, die Animation. Die liebe ich. Das ist ja geil. Wie die da einfach den fucking Tod springt. Ah. So, geschafft. Geil. Weiter geht's. Einfach electrocuted, Alter. Bam und zack und das war's. So, Tür auf. Hallo. Wenn da schon die scheiß Flasche steht, da weiß ich schon, was mich thematisch erwartet. Warte mal, kann ich den exekutieren eigentlich? Flasche. Flasche. Messer hier, zack. Sehr gut. Jeden Gegner, den ich unerkannt ausschalten kann, ist ein guter Gegner. Das gibt mir super, super Chancen. So. Damit habe ich die weggelockt. Und damit kann ich die exekutieren. Was? Was soll das denn jetzt? Warum dreht die sich denn um? Nee, das machen wir nochmal. Sorry, da habe ich gerade reingeschissen. Verzeihung. Das war ja schrecklich. Das war ja absolut schlecht von mir. Aber warum konnte ich die nicht exekutieren? Was war denn das jetzt? Sehr, sehr komisch, wenn ihr mich fragt. Vielleicht das Licht. Vielleicht war das Licht eine sehr, sehr dumme Idee. Schauen wir mal. So, den können wir wieder exekutieren. Sehr gut. Dann gehen wir hier rein. Dann kommt der hier gleich wieder. Ja, ja, dann muss ich jetzt... Ja, ja, alles gut. Hast nichts gesehen. Alles gut, alles entspannt. Boah, das war gerade noch mal rechtzeitig. Ah, weil das ein Klicker ist. Nee, das ist kein Klicker. Scheiße. Ja, oh Gott, bin ich gerade am reinscheißen. Was soll das denn dann? Ja, bist du dumm oder was? Bist du dumm mit deinem Scheißkopf geworden, Alter, von gestern? Das ist ja unfassbar. So, den exekutieren wir. Zack. Das ist ein scheiß Klicker, ne? Scheiße. Ja. Das habe ich dann ein bisschen unterschätzt. Okay, ich kann Klicker nicht one-shotten. Oder nicht one-killen. Sorry, das war mir in dem Moment nicht so klar gewesen. War mein Fail. Bin wirklich dumm geworden. Aber dass ich auch keine Headshots mehr treffe, das ärgert mich auch. Das fuckt richtig ab. Aber ey, so ist das halt. Ich habe eine Idee. Ich werde die wieder bündeln und da Molotow drauf werfen. Okay, ich werde die da alle hinlocken. So, ein Bäm, Alter! Kommt ja nicht in meine Richtung. Kommt ja nicht in meine Richtung, ihr dummen Fotzen. Könnt ihr vergessen. Ihr geht schön woanders hin. Ihr lasst mich hier in Ruhe.
Ich habe gerade kurz gedacht, ich hätte was hinter mir gehört. Eieiei, du. Wuff. Okay, die Zombies sind jetzt etwas aufgebracht, kann ich verstehen. Okay, ich würde sagen, wir benutzen gleich mal noch die Sprengfalle hinterher. Okay. Ich hoffe, das waren jetzt verdammt nochmal alle. Okay, gut. What the fuck? Okay, das ist ein sehr lustiger Grafikbug. Okay, wir haben wieder ein bisschen Munition zurückbekommen, das ist sehr gut. Aber ich glaube, wir haben jetzt die Sprengfalle, also wir haben unseren Molotow und die Fallen wirklich, glaube ich, absolut perfekt eingesetzt. Ich glaube, besser hätte man es nicht machen können. Ich glaube nicht, dass ich alle mit einem bekommen hätte, glaube ich nicht. Vielleicht hätte ich alle mit der Sprengfalle töten können, aber auch das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich gewesen, glaube ich. Kann ich mir so nicht vorstellen, dass das geklappt hätte. Von daher, ich habe Molotow und Sprengfalle benutzt, oder Sprengbombe, Verzeihung. Ich glaube, das war gut so. Ich glaube, da kann man nichts gegen sagen. Und ich meine, wir müssen halt unsere Materialien verwenden. Man weiß halt nie, wann das DLC hier vorbei ist. Von daher kann es sehr, sehr gut sein, dass es eh gleich vorbei ist. Und dann habe ich die Sachen gespart. Ist ja auch dumm. Aber ich muss sagen, irgendwie mein Aiming ist heute noch so ein bisschen, weil nicht so on point, würde ich mal sagen. Von daher. Aber es ist auch wieder dieser Weapon Sway, oder? Ja, ja. Den wir im Hauptspiel komplett eliminiert hatten, den haben wir halt jetzt. Und da haben wir die Scheiße. So, hier braucht man eventuell noch irgendwie, weiß nicht, irgendwas? Nee. Na komm, wir nehmen mal den Backstein mit. Es ist immer gut, einen Backstein in der Hand zu haben. Ist auf jeden Fall besser als auf dem Kopf, von daher wunderbar. So, na dann machen wir das Ding hier mal auf. Ja. Ich meine, man kann sich bestimmt auch irgendwie durchschleichen, aber naja. Na, da sind wir, schalala. Okay, so, jetzt mach das scheiß Tor auf. Ich glaube, ich beeile mich jetzt mal. Fuck. Ja, ach komm, leck mich doch. Ja, ich habe keine Schuss mehr. Fuck you. Okay. Na gut, geht bestimmt besser, aber was willst du machen? Wir haben ja sonst nichts. Muss auf jeden Fall. Fuck. Ja, alles schlecht. Ja, was soll man sagen? Ich bin gleich am Arsch. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe eigentlich gar nichts, wenn man es genau betrachtet. Ich bin in die Ass. Das war's, Leute. Morgen ist nichts mehr. Ich habe ein paar Rekorder gefunden. Fantastisch. Ja, das soll manchmal doch schon helfen. Du hast mich neulich ziemlich böse geschlagen. Ernsthaft? Es tut immer noch weh. Ernsthaft? Tut immer noch weh? Hm. Ich wollte dich bloß füttern. Du hast mich beschuldigt, dir Essen zu klauen. Hast du eine Ahnung, wie hungrig ich bin? Ich weiß ja, dass nur das Fieber aus dir spricht, aber... Hm. Meilen aus der Stadt, bevor ich mich umgedreht habe. Du hast schon recht. Wir schlafen zusammen, essen zusammen, scheißen zusammen. Wir sind eine Familie. Also, nein, nein. Ich gehe nirgends hin. Tja. Das ist hart. So, Leute, Forza ist fertig runtergeladen. Scheiße. Ach, Mann. Was soll ich sagen? Ich habe nichts mehr. Ich habe doch genau einen Backstein und zwei Schuss. Ich weiß nicht genau, wie ich das überleben soll, um ehrlich zu sein. Und ich habe eigentlich immer echt gut gelootet, sage ich jetzt einfach mal, ohne dass ich es beweisen kann. Scheiße. So, hoch, ab geht's.
Oh. So. Let's go, Alter. Ja, passt doch. Alles easy. Zum Glück sind wir relativ leicht. Der ist auch leer, wetten. So konnten wir Joel also retten. Jetzt wieder zurück zu Riley. Mal gucken, ob jetzt das Spiel wieder abstürzt. Ich bin gespannt. Falls ja, war's das. Ah, nee, stürzt nicht ab. Fantastisch. Sag's ja. Warte, die Soldaten sehen doch, dass hier Licht brennt. Nein, die Außenlichter gehen nicht. Woher weißt du das? Melanie von den Fireflies hat's mir erzählt. Alles klar. Das sieht cool aus. Hast du Lust? Ja, ich habe Lust, aber das machen wir erst im nächsten Part, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass wir jetzt doch anscheinend die rettende Medizin bzw. das notwendige medizinische Equipment gefunden haben, um Joel zu retten. Ja, ansonsten wäre er ja auch aufgegangen. Und ansonsten, ja, kann ich nicht mehr viel zu sagen, außer danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und tschüss.